Moin, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 und wir zocken weiter im Karrieremodus und Mats Hummels bedankt sich bei uns dafür, dass wir ihn regelmäßig einsetzen. Gerne, Mats. Und wir werden jetzt in der Liga gegen TSG Hoffenheim antreten. Und ihr wisst, das ist das dritte Spiel erst, in dem ich jetzt auf Weltklasse spiele. Und wir haben eins gewonnen, eins verloren. Und es ist ein hartes Stück Arbeit auf jeden Fall. Und ich bin selbst gespannt, wie wir uns hier schlagen werden. Weil ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Wochen kein FIFA mehr gespielt. Somit könnte das natürlich durchaus ein schwieriges Unterfangen werden. Wir werden mal hier ins zentral-offensive Mittelfeld, bringen wir mal Rafinha. Lukas wird auf der Bank Platz nehmen. Haben wir noch irgendjemanden, der vielleicht zu wenig Energie hat? Wir haben leider so relativ viele Verletzte. Mit Coman, Carvajal und Lukas sind doch einige angeschlagen. Und ich weiß nicht, wen ich für Martial jetzt aufbieten sollte. Dembele ist selber schon ziemlich kaputt. Deswegen lassen wir das mal so. Wir bringen noch Hummels von Beginn und Dahoud für Weigel. So, und so gehen wir das Ganze jetzt an. Das müsste schon klar gehen. Oh Gott, was für eine Scheißflanke, Alter. Jetzt wisst ihr, warum ich kaum Flanken schlage, sondern es immer flach versuche. Nee, aber ich bin allgemein kein Fan von Flanken. Auch wenn man in der Bundesliga sieht, wie viele Flanken geschlagen werden von einigen Clubs, aber wie wenig Tore daraus entstehen, da gibt es deutlich effektivere Mittel. Wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, das war knapp. Das war knapp. Da wollte ich gerade den Pass durchspielen. Und da kam dann nichts. Und der Rückpass geht genau auf den Gegner. Sehr schöner Ball von Renato Sanchez. Nein! Wie konnte er den Pass denn abfangen? Ach du Scheiße, Mann. Das war ja richtig schlecht. Stark gemacht. Vom Offensivspieler. Wow! Und er klatscht ihn einfach gegen die Latte. Das hätte der Rückstand sein können. Und Rückstand ist gegen Schwierigkeitsgrad Weltklasse wirklich schon ziemlich verheerend. Weil das ist hier kein Zuckerschlecken mehr, meine Freunde. Das ist hier einfach kein Zuckerschlecken mehr. Das war kein Foul. Ihr seht schon, wie Griezmann kaum die Bälle halten kann. Das ist schon Wahnsinn. Und da auch wieder. Da keine Chance gehabt. Ach so, ich soll... Achso, der Gegner hat gefoult, okay. Jo, Elfmeter. Läuft. Läuft. So muss das sein, meine Freunde. So muss das sein. Guckt euch das an. Zack, hat er ihn hier schön gefoult. Und jetzt, ihr wisst, das ist meine Schwäche, Alter. Nein, ich kann es einfach nicht. Ich kann Elfmeter nicht schießen. Es ist... Ich finde das in dem Spiel so grottenschlecht gemacht. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht. Man muss auch sehen, wohin die Pille geht, finde ich auch. Und nicht irgendwie hier... ja, Elfmeter, zack. Wenn ich ein Fußballspieler bin, weiß ich doch auch, wohin der ungefähr geht. Wenn ich schieße und nicht... Wow, schön gemacht von Griezmann. Die nächste Chance für uns. Also, die paar Tage Pause haben auf jeden Fall nicht geschadet. Wieder Elfmeter? Holy shit. Also, was Elfmeter angeht, da hat der Gegner auf Weltklasse das aber nicht so drauf. Wobei das erste Spiel ist, dass er jetzt so zwei Elfmeter verursacht. Ich versuche das diesmal anders, den Elfmeter. Nein. Leute, 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 Alter. Die peinlichsten Elfmeter ever. Das wird, glaube ich, der Titel der Folge, Alter. Die zwei peinlichsten Elfmeter ever. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich keine Elfmeter schieße. Ich wollte jetzt bei dem zweiten auf Nummer sicher gehen, Alter. Komm in die Mitte.
Wenn der Torwart in die zur Seite springt, hat er es eh verkackt dann und das war's dann auch. Aber wenn er dann halt nicht zur Seite springt, dann sieht das halt scheiße aus. Jo, da hätte ich, glaube ich, fast mal einen Elfmeter verursacht. Und dann raus auf die Außenbahn auf Douglas Costa. Gut verteidigt. Und den klären sie zum Einwurf. Einwurf für uns. Boah, Leute, Mann, was war das für ein Scheiß-Einwurf, Junge? Der Einwurf war ultra peinlich. Stark von Mats Hummels, richtig stark. Und er hat seine Chance verschenkt, quasi, der Computer. Das war irgendwie ein bisschen dumm von ihm. Ja. Da hat Sanchez leider nur den Mann getroffen. Oh Mann, ey, wir haben 2 Elfmeter verschossen. Das kann doch nicht sein, Alter. Und so aus dem Spiel heraus haben wir eigentlich nicht so die geilen Chancen herausgearbeitet. Ja. Griezmann. Alter, wie gut der da verteidigt hat, der Verteidiger. Das war krass. Schön. Schön von Martial, der sich den Ball geholt hat. Leider hat das auch nichts mehr gebracht. Aber es war gut. So, Griezmann lasse ich im Sturm. Martial wird durch Dembele ersetzt. Beziehungsweise ich mache das mal so. Zack, zack. Und Dahoud Sanchez. Bringen wir mal Vidal. Achso, und für Boateng bringen wir mal Süle. Der muss auch immer noch ab und zu mal ran. Das muss schon sein, meine Freunde. Das muss schon sein. Ich glaube, ich hab's irgendwie im Gefühl. Süle wird noch der Sündenbock hier im Spiel. Gegen Hoffenheim. Gegen seinen alten Arbeitgeber. Gut, wir spielen aber in der Bundesliga. Hier ist es nicht so dramatisch, wenn wir mal verlieren würden. Aber was war das denn für ein Pass? Digga, was war das für ein Pass? Willst du mich verarschen? Ja, richtig stark von Lahm. Und der war stark auf Rafinha. Nein, was war das denn schon wieder für ein Pass, meine Freunde? Digga, was ist denn los mit denen? Digga, das ist ja zum Heulen, Alter. Was spielen die sich hier für eine Scheiße zurecht? Das ist ja unglaublich. Und das war unglaublich. Ein unglaublich guter und schöner Pass. Ich habe nur den Spieler nicht gesehen, zu dem er gehen sollte. Das war das. Na gut, habe ich hier jetzt auch gerade nicht gesehen. Und das wäre Süle gewesen. Süle ist rausgelaufen, hat da schön die Lücke offen gelassen für den hereinstartenden Angreifer. Na komm. Das ist ja mal gar nichts. Das war auch eine normale Flagge. Manchmal frage ich mich, was die für Bälle spielen, Alter. Zu wem sollte der schon wieder? Das war nicht von mir geblockt. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Nein. Fuck. Shit. Und jetzt? Och, komm, Süle. Irgendwas musst du doch jetzt auch mal reißen. Kannst doch hier nicht gegen deinen alten Arbeitgeber so eine Scheiße spielen. Aber Mats ist da. Und ich glaube, der Gegner hat den so ganz ausgespielt. Jo, hat er.
50-50 im Ballbesitz. Schöner Ball von Vidal. Nein! War das knapp von Griezmann. Oh, zwei gute Möglichkeiten. Beide nicht drin. So, wieder ganz stark von Vidal. Und wieder hält er ihn. Fuck. Krass. Langsam wird's hart. Rechter Kopfball von Renato Sanchez. Da schlägt man mal eine Flanke und dann kommt der Kopfball so grottig. Und hier ist wieder Vidal. Der macht gerade ein starkes Spiel. Nein! Wenn der Pass auf Außen noch gekommen wäre, dann hätten die ein Problem gehabt. Ja, komm. Ich weiß, dass ich es über Kombinationsfußball lösen muss gegen solche Gegner. Hier kannst du nichts mit 1 gegen 1 und so. Das bringt fast gar nichts. Weil die immer die Zweikämpfe, fast immer die Zweikämpfe gewinnen. Außer du hast gerade wirklich einen auf der Außenbahn, der wirklich richtig gut im Dribbeln ist. Ja, das war's. Das ist ein Unentschieden. Also haben wir Unentschieden, Niederlage und Sieg gegen Weltklasse jetzt geschafft. Ist jetzt nicht das Beste, aber gut. Verdientermaßen haben sie es... Also verdient haben sie es eigentlich nicht, aber so dumm, wie ich die Elfmeter geschossen habe, haben sie es verdient. Das waren wirklich die peinlichsten Elfmeter, die es je gab in meiner FIFA-Karriere. Naja, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich werde eben noch einmal kurz das Training reinhauen. Zack. Alle simulieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bleibt stabil und haut da rein.